Ja, wie geil, Teil 3. Und wir sind schon wieder online. Ich habe mich gerade ein bisschen geärgert. Ne? Ich habe deine Boxen einfach mal umgeschaltet. Genau, und manchmal hat es nicht gepasst, oder? Genau, ganz genau. Perfekt. Ja, wir haben uns am Flughafen zur NEMM-Show getroffen. Ne? Und da war ich wie immer ganz neugierig. Ich dachte, ey, was hast du denn dabei? Hast du mir nicht verraten. Ja, da war es noch frisch. Da war es noch frisch, genau. Und jetzt habe ich es aber in der Hand. Mhm. Blue Box. Blue Box, genau. Speaker-Simulation. Und zwar wollte ich was machen, was ganz einfach für den Gitarristen ist. Einen Knopf zum Auswählen der Cabinets, einen Knopf zum Soundtunen. Das ist ein Regler, der macht quasi so ein bisschen was passiert, wenn man ein Mikro vor dem Lautsprecher verschiebt, zwischen hell und dunkel. Und ansonsten nur Ein- und Ausgänge, keep it simple. Wir haben ja davon gesprochen, dass es schwierig, Gitarren aufzunehmen. Ja, wenn man da Breitband rausgeht, hat man oft keinen Spaß. Grauen überhaupt. Dann gibt es natürlich auch Frequenzkompensation. Da geht es darum, dass man die Frequenzen einfach abschneidet. Klingt natürlich sehr unbefriedigend, weil es nicht diese Response gibt von Speaker zu Amp, weil da passiert was hin und her geht. Ganz genau. Das ist ziemlich schwierig zu simulieren. Klar, es gab oder es gibt die iBoxen, die machen eine ganz normale Frequenzkorrektur. Genau. Ja. Du bist einen riesigen Schritt weitergegangen. Du hast gesagt, ey, ich mach jetzt eine Speaker-Simulation mit die iBox-Funktion. Genau, aber mit echten digitalen Impuls-Responses. Das heißt, ich habe echte meine Cabinet-Sammlung. Meine. Da steckt das. Da. Genau. Ich habe ja über Jahre meine eigenen Lieblingsboxen gesammelt. Fox AC30, Fender, Princeton, Super Reverb und alles, was da drin steckt. Ne? Davon habe ich die Speaker genommen und habe die durchgequietscht. Also mit einem Sweep, mit Messverfahren und habe damit Impulsantworten erzeugt. Und zwar sehr aufwendig. Von jedem einzelnen Speaker an verschiedenen Stellen. Und dann gibt es ja auch Boxen wie so ein Super Reverb, der hat 4x10 oder 4x12er Marshall Boxen. Da habe ich dann jeden Speaker an verschiedenen Positionen mit verschiedenen Mikrofonen abgenommen und habe dann hinterher aus all diesen Informationen mir ein Bild dieser Box zusammengebaut, wo ich gesagt habe, okay, meine 1970er ist für mich im Raum, klingt die so, als hätte ich diese Impulsantwort in den Verhältnissen auch noch zusammengemischt, um der Sache nahezukommen. Wobei wir mittendrin sind in deiner Philosophie. Du willst es selber machen, du willst selber bestimmen, wie es klingt, und zwar bis ins letzte Eckchen. Ja, das kostet mich manchmal auch Nerven. Ich habe gerade gefragt, du weißt also, welche Speaker das sind. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier umschalte auf Stack 71. Ja. G12H30. G12H30. Blackbacks, ja. Blackbacks, ganz genau. Oder deine Lieblingsbox ist die Stack 70. Genau, da ist ein 55 Hertz Greenback drin. 55 Hertz? Ja, aus einer Bassbox. Mein Geheimtipp. Danke. Aber das ist mein Sound. Ne? Jeder hat ja so ein bisschen seinen Liebling und der hat es einfach für mich. Dann der 67er. Ja, das ist eine Parkbox. Ja. Ne? Da ist ein 20 Watt Greenback drin. Ne? Also die Generation 1 vorne dran. Ja. Der 70er hat ja schon 25 Watt. Und dann kommt. Watt. Und dann kommt hier oben. Das ist ein Alnico. 15 Watt. 4x12er Marshall Box mit 15 Watt Alnico Speaker. Willst du hören? Ist so richtig crisp, oder? Ja, ja, das hat mega. So. Ja, pass auf. Das hat. Du kann mal hören. Pass mal auf. Gib dir mal noch ein bisschen Höhen. Ja. So, und dann hast du der Jennifer Batten ihr Lieblingssong. Ja, dieses zack, zack, zack oben, genau. Das Pitz, Pitz, Pitz. Ne? Geh mal jetzt auf die 70er zurück, auf meine. So. Ja, der Peak ist drunter. Genau. Ja. So, und so verschiebt sich bei jedem Speaker irgendwas. Und ja, ich wollte halt ein Angebot machen mit unterschiedlichsten Speakern. Durch das Genre. Jetzt sind wir gerade wir zwei unter den 4x12ern zu Hause. Ja, aber ich meine, das ist ja auch das Wichtigste. Ne? Rechts haben wir die Briten, links haben wir die Amis. Ne? Ich meine, das ist doch völlig okay. Genau. Und unten haben wir noch einen Japaner, JC120. Ja, natürlich, klar, logisch. Ne? Mal was anderes. Genau, was haben wir hier? Metal CL80? Genau, das sind Classic Lead 80 Speaker. Ja. Genau. Und dann haben wir noch V30 Metal, oder? You know what that is. Die Vintage 30 Speaker. Das ist Vintage 30 in einer Mesa Box. Ach! Genau, die sind ein bisschen anders als die Marshall Speaker. Ganz genau. Ja, ganz genau. Kannst du hingehen? Schalt mal ein. Ich meine, gut, ich habe jetzt die falsche Gitarre dafür. Aber. Stell das Mikro mal ein bisschen dahin. So. So.
Ja, also der Mic-Position-Regler ist wichtig. Ganz ja, genau. Einfach für den eigenen Geschmack. Und ganz, ganz, ganz wichtig. Um das Ding ja. nochmal, sagen wir so, dass die Impulsrespond bietet dir, was ich dachte, ist mein Zentrum. Aber man muss es halt auch nochmal auf Settings abstimmen. Genau. Also nochmal erklärt, ich kann mit der Bluebox im Prinzip aus meinem, oder vielmehr mit meinem Marshall auf die Bühne, fütter die Bluebox mit meinem Speaker-Signal, schleife es weiter in meine Box. Genau, der Marshall braucht einen Load. Und der Mischer freut sich, weil er bekommt immer das gleiche Signal. Genau. Ja, er muss nicht probieren. Wir haben gerade synchron gesprochen übrigens. Ne? Immer das gleiche Signal. Er bekommt immer das gleiche Signal, ja, weil er sich nicht auf die Mikrofonposition erinnern muss von letztem Mal, sondern er kann sagen, ich nehme das. Ganz ja? genau. Perfekt. Und du kannst halt, was wir hier gerade machen, ist Silent Recording. Ich habe ja hier jetzt gerade mein Amp-1 ohne Load dran. Man könnte aber auch an den Marshall eine Loadbox anschließen, ne? Oder ein PowerSoak SE100 oder so, damit der Marshall nicht kaputt geht. So. Und was wir hier haben, ist jetzt gerade mein Amp-1, der braucht keine Loadbox. Das heißt, was wir hier hören, ist Silent Recording. Ne? Wenn man die Box anschließt an diesen zweiten Anschluss, klingt es sogar noch ein bisschen besser. Weil eine Box hat eine Impedanz und keine ohmsche konstante Last über das Frequenzbild und die interagiert noch mal ein bisschen. Ich habe da auch internen Kompensationen eingebaut, aber das Echte bleibt das Echte. Insofern, wenn ihr ultimative Sounds haben wollt da draußen, schließt auch Boxen an. Bessere Loadboxen als echte Boxen gibt es nicht. Okay, genau, genau. Aber trotzdem kann ich mir dann natürlich für die Aufnahme natürlich die Box dann aussuchen. Ganz genau. Die du da nicht geprofiled hast, aber fast ist es das ja, ne? Im Prinzip ist das ne? ist, Profiler ist das gleiche Prinzip. Ja, genau. Ich habe quasi nur Boxen geprofiled ja. und habe sie halt in ein kleines blaues Blueboxen-Kistchen verpackt und für jeden bedienbar gemacht. Und vor allen Dingen analoge Bedienung, ne? Kein klar. Display, kein Rumgetippe, genau. ne? Also super. Das war für mich die Lücke. Es gibt tolle Produkte. Torpedo Live ist zum Beispiel sowas ne, von Franzosen. Oder es gibt zwei, drei nette Produkte. Es gibt auch viel Software, die sowas theoretisch machen kann. Aber ich wollte einfach selbst meine Boxensounds anbieten. Sagen, okay, ich weiß, was ich tue. Wenn es einem gefällt, ist super. Wenn es einem nicht gefällt, muss man was anderes kaufen. So einfach ist das bei mir. Und die Bedienung muss halt einfach idiotensicher sein. Und das ist as simple as I can do it. Genau, mach nochmal clean. Achso, okay. Dann geh ich mal auf die linke Seite der Macht. Genau. Fang mal vorne an. Geh mal zum Jazz-Chorus, ganz unten. Jazz-Chorus, ja. So, also 6 Uhr. Das ist jetzt quasi ein Jazz-Chorus mit einem Röhren-Amp-Sound betrieben. Genau, okay. So, geh mal eins weiter. Für den Spaß, das ist ein Fender Tweed Deluxe. Ein 12er? Und zwar von 1957. Ich wollte gerade sagen, 57er Deluxe, was sonst? Genau, und das ist ein Originalalter, meiner. Ach. Pass mal auf, ich crunch das. Mach nochmal. Der schmatzt so schön dunkel, ne? Genau, und jetzt brülle ich das Ding mal an. Das ist ja der Hammer, aber da merkst du mal, wie wichtig die Box ist, oder? Wie das pluppt und fluppt. Mehr als 50%. Unfassbar, ja. Das heißt, man holt sich mit der Bluebox so ein bisschen deine Amps auch nach Hause, ja? Ja, natürlich. Ein Teil. Da, tot auf Raten, ne? Ja, ja. Aber es ist auch so, ich habe am Schluss, als ich fertig war mit der Bluebox, habe ich mein Standard-Setup, nämlich diese 70er Marshall-Box, die ich immer im Studio hatte, um meine eigenen Platten aufzunehmen und wo ich halt persönlich mein Ideal sehe, habe ich dann mit der Bluebox verglichen, als das fertig war und habe gedacht, scheiße, ich brauche das Zeug gar nicht mehr aufzubauen. Ich war echt erschrocken. Echt, es ist so nah. Es ist so nah. Auch für deine Ohren. Ja. Ich bleibe ja skeptisch. Ja? Bleiben Sie weiter skeptisch, ja. Nur das wird uns weiterbringen. Ne? Ja, weil man kann ja nur aus weiteren Sachen, aber es ist erschreckend, was geht. Wahnsinn. So, und das ist auch für mich die Kombi, wo ich meine Zukunft sehe, wo ich einfach sage, ein analoger Verstärker reagiert anders wie ein digitaler Verstärker. Ich will das Digitale, die digitale Welt nicht schlecht machen. Die können sehr viel Gutes machen, auch ein Camper. Aber ich sag mal, ein Amp, der arbeitet wie ein Röhrenamp oder ein Röhrenamp ist nach meinem Ermessen immer noch ein Schritt vor aller Simulation.
Bei den Boxen ist es so, die echte Box ist die echte Box. Da ist halt die Kunst, das Teil so einzufangen, dass es halt rüberkommt. Wenn einem das gelingt, geht nichts über eine echte Box. So, auf der anderen Seite habe ich mir so viel Mühe gegeben, die echte Box mit dieser Technologie einzufangen, dass das auch schon erschreckend gut ist. Ne? Und die Kombination aus Best Analog und beste Speaker-Simulation ist für Leute, die direkt arbeiten müssen, das, was jetzt machbar ist. Weil das ist genau, worauf es ankommt. Du willst direkt arbeiten. Genau. Du willst Direct Recording machen. Du musst es machen. Das ist die Vorgabe. Genau. Und dann brauchst du eine Lösung. So, und ich sage mal so, der Camper war bis jetzt eine super Lösung, weil er ist für das direkt, bildet er so viele Sachen gut ab, dass er in der Summe sehr überzeugend ist. Aber diese Kombination ist eine Ansage, die Direktheit, also wenn ich einen Theaterjob spiele und kein Amp mehr benutzen darf, bis man in der Kombination zumindest als Spieler, ich wäre glücklicher. Du hast auch andere Regelmöglichkeiten. Du kannst in diesem Setup immer noch mal verändern. Eingreifen, wie immer. Wenn du mit dem Camper arbeitest, musst du für jede Verstärkereinstellung ein neues Profil machen. Genau. Ist einfach so. So, und deswegen, es gibt viele Wege und ich wollte einen eigenen Weg gehen. Ne? Ja. Und das ist technologisch das, worauf ich auch in Zukunft, also ich bin davon überzeugt, dass das der Weg ist für das optimale Ergebnis, so wie ich an Gitarre rangehe. Ja, völlig klar. Ich meine, jetzt haben wir die Remote gezeigt, wir haben den Looper gezeigt, wir haben die Blue Box gezeigt, wir haben den M1 gezeigt. Und seit 3 Videos fragen sich die ganzen Leute, was spielst du eigentlich für eine Gitarre? Ja. Ich habe jetzt eine Blue-Gitarre. Ich habe ja zu Hause meine Original Fender 61er Stratocaster. Spiele ich nach wie vor auf Konzerten in Deutschland. Ins Ausland bin ich mittlerweile schon skeptisch, weil 2-3 Mal habe ich sie nicht mehr an Bord gehabt, weil, ne, haben sie nicht erlaubt. Und Sitz für $4000 zu kaufen, nur für meine Gitarre, ist halt auch scheiße. Und ich habe sie dann halt irgendwie in Pappkarton und so weiter und habe bis jetzt nur Glück gehabt. Jetzt ist es so, ich habe schon lange eine Ersatzgitarre gesucht und habe dann mit Trevor Wilkinson, den ich ja über meinen Vintage-Gitarren-Zusammenarbeit kenne, eine Gitarre gemacht, wo ich gesagt habe, okay, mit Blue-Gitarre mach mal eine High-End-Version. Du zeigst alles, was du kannst. Ich zeig alles. Ich fordere alles, was ich will. Und als dritten im Bunde haben wir noch einen Kloppmann drin. Wen sonst? Ja, klar. So, Andreas Pickups. Mittlerweile war Andreas Kloppmann auch bei Trevor Wilkinson in England, in Southport. Die zwei Typen sind auch Freunde und die Jungs gehen Fußball spielen und was weiß ich was. Also die Kinder von den zwei, die alten Herren, die wickeln lieber Pickups und bauen Gitarren. Aber das sind super geile Kumpels geworden. Und so habe ich jetzt, sagen wir mal, Leute zusammengebracht, die mir eine geile Gitarre bauen können. Das Problem ist nur, wir suchen im Moment jemanden, der die Drecksarbeit macht, weil sowohl Andreas als auch Trevor sind halt busy mit Sachen, die sie machen, und wir brauchen jemanden, der das Aging macht. Und Trevor hatte einen Angestellten, der hat ihn leider verlassen, und jetzt suchen wir nach neuen Möglichkeiten, aber der Trevor ist schon in die Tschechei geflogen, hat seinen Kumpel angehauen. Die Ergebnisse werden wir sehen. Ich bin dran und hoffe, dass ich irgendwann nächstes Jahr oder so as soon as possible, wenn the quality stimmt, ne, dass wir dann irgendwie mit den Gitarren weitermachen können. Genau. Jetzt haben wir Jeopardy gespielt. Ne? Du hast die Antwort gegeben, ich habe noch gar nicht gefragt. Weil die Frage wäre gewesen, wann kommt endlich wieder die Gitarre an? Ja? Ich bin dir deswegen ins Wort gefallen, weil ich nichts Genaues sagen will. Ja. Weil die Scheiße ist, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, ist man von denen abhängig. Und du musst, sagen wir mal, entweder musst du deinen Anspruch in die Tonne treten und dann kannst du die Timeline halten. Und ich bin jemand, ich versuche, meinen Anspruch nicht in die Tonne zu treten, weil ich genau weiß, das kommt alles wie ein Bumerang zurück. Also ich gebe zumindest mal mein Bestes. Wenn es dann nicht gefällt, auch gut. Da kann ich, ne? Also, aber wenn ich schon sehenden Auges irgendwas verspreche, was ich hinterher nicht halten kann, oder wo ich sage, nee, ich weiß nicht. Da schläfst du auch nicht gut. Genau. Und also ich kann immer noch gut schlafen, es gibt immer Probleme, das ist normal, aber ich kann wenigstens gut schlafen, weil ich weiß, ich habe mein Möglichstes getan, und das wird beim Gitarrenprojekt auch so sein. Und dann muss ich halt manche Leute vertrösten. Ne? Die welche haben, sind so, die können sich sowieso von schreiben. Das habe ich denen aber schon vorher gesagt, das haben die gar nicht geglaubt. Das wissen sie jetzt erst. Okay. Und ich glaube, die Leute auf dem Workshop warten schon, ne? Genau, ich glaube, wir gehen mal rüber. Rüber huschen, ja. Und über Gitarre spielen reden. Ganz genau, okay.